Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein paar Pets, die wir uns bei einem Händler kaufen können. Und zwar einem bestimmten, dem werten Nils Risswald. Und für diesen Händler müssen wir erstmal ich würde jetzt fast sagen eine kleine Vorquest, aber eine Quest an sich ist es nicht, sondern wir müssen ihn aus seinem Versteckchen locken. Und dazu sind wir hier einmal in Drustva unterwegs und hier unten bei den Koordinaten 20, 45. Und dort haben wir eine Händlerin, die Xun Xun. Und bei der habe ich jetzt eben schon hier Schokolade gekauft. Und zwar, 10 Schokolade, a 50 Gold. Also doch gar nicht so günstig. Und diese müssen wir jetzt dann gleich verwenden, sobald wir bei so einem kleinen Baumhaus sind, wo wir uns gleich wiedersehen. Und ja, ich würde sagen, dann bis gleich. So, jetzt sind wir bei besagtem Versteck angekommen. Und zwar sind wir auf den Koordinaten 52, 31, hier unten. Und dort haben wir ein kleines Baumhaus. Und in das kleine Baumhaus müssen wir reinreiten. Und da haben wir eine Kiste. Und die müssen wir aufmachen. Und da haben wir, hier gestohlene Süßigkeiten. Und mir wurde gesagt, ich muss jetzt ein bisschen warten, bis die Bande Kids ankommt. Kann ich die nochmal aufmachen? Krieg ich noch mehr? Ah, nee, okay. Ah, okay. Da kommen die Kids an und jetzt kann ich quasi hier mit unserem kleinen Nils quatschen und der dürfte mir, okay, irgendwie funktioniert es nicht. Gib mir deine Items, genau. Der hat jetzt quasi 5 Pets für uns, die kosten hier 100, 75, 100, 300 und 200 und ja, wie ihr seht, die zwei habe ich mir schon mal irgendwie anscheinend im AHA gekauft. Also ihr könnt die Dinge hier auch kaufen und ins Auktionshaus stellen oder für euch, für eure eigene Sammlung benutzen. Und die kosten halt alle diese neuen polierten Haustierglücksbringer, die man ja über verschiedene Wege kriegt. Unter anderem über Pet Battle World Quests gibt es manchmal welche über Missionen zum Beispiel. Und da schaue ich, dass ich immer möglichst alles mitnehme. Zumindest wenn ich dran denke. Die sind auch Battle.net-Account gebunden, also ihr könnt mit Twinks die auch zusammenschicken. Seht ihr, hier mit dem anderen Char habe ich auch nochmal ein paar Rumpflacken. Insgesamt habe ich jetzt 750 mit dem Char und kann mir hier nochmal die einzelnen Pets einmal kaufen. Dafür bin ich da. Ich sammle, warte mal. Ich kann die jetzt aber nicht alle gleich lernen, weil ich noch am Cap bin. Ich packe jetzt mal schnell noch 2, 3 von den kleinen Gammeln-Pets hier einmal raus, dass ich euch dann die Pets auch zeigen kann, beziehungsweise ja gut, im Vorschaubild sieht man sie sogar teilweise besser, als dann schlussendlich, wenn man sie rauspackt, weil sie da ja mickrig klein sind. So, Nils geben wir hier ein und jetzt können wir nochmal gucken, wir haben ein süßes Schweinchen, was wir bei ihm kaufen können, dann eine Spinne, die nicht ganz so süß ist, ein Häschen, das anscheinend an irgendwas Blutigen genascht hat, eine Katze, die relativ, ist die ein bisschen astral, oder? Scheint, oder? Nee, die hat einfach nur irgendwie so ein blaues Zeug um sich rum und irgendwie ist der Kopf eingedrückt. Und ein Frosch, der ein ziemlich geiles Model hat. Also das ist auf jeden Fall das Beste von den 5 Pets hier. Ja, mehr ist es quasi nicht. Also, wie gesagt, ihr müsst euch einmal die Schokolade hier holen von der Pandan-Dame, dann einmal hier nach unten und quasi, diese Kiste aufmachen mit der Schokolade und dann habt ihr den Händler. Marken solltet ihr halt haben, ne? Ohne Marken, steht ihr quasi einfach nur so rum. Jetzt können wir hier diese gestohlenen Süßigkeiten noch futtern. Ich hoffe, dass ich die nicht für irgendwas anderes brauche, dass die jetzt gerade gewastet habe. Gut, das war's auch mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich euch helfen. Und ja, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.